Jo, herzlich willkommen zu diesem, ja, mehr oder weniger Special. Ja, es ändert sich eigentlich nichts. Ich habe jetzt erstmal hier, geht es jetzt erstmal um das Ende mit Flint und ja, das Einzige, was sich ändert, dass man mit der halt nicht mehr mitfliegen kann. Das heißt, man fliegt mit einem Flügelmann weniger los, wenn man entsprechend Rachel knutscht, ja, weil die Flint dann eben nicht mehr mit dir fliegen mag, sozusagen. Ja, gut, die verrecken einem so oder so, wie die Schmalzfliegen zum Schluss. Und ja, ich fliege das Ganze jetzt natürlich in unverwundbar und ich werde das ziemlich sicher auch ja, schneiden, weil es ging ja nur um das Alternativende. Aber nur so als Tipp, wenn man halt eben nicht Flint nimmt oder ja, wenn man Rachel nimmt, dann hat man auf jeden Fall den Nachteil, dass man einen Flügelmann weniger hat. Ich denke aber, bei den noch höheren Schwierigkeitsgraden wird das sicherlich keinen Unterschied mehr machen, höchstens storytechnisch eben, dass das Alternativende eben anders ist. Und ja, ab geht die Reise. Ich wusste es doch, dass wir uns schon bald wiedersehen. Du hast jetzt die Teebombe. Hör gut zu, mein Junge. Ich hoffe, dass du das Ei ganz sachte ins Ziel. Ja, sind ja jetzt schon alleine unterwegs, ja. Jetzt will ich kurz ein bisschen rüberfliegen hier, weil die können mich einfach nicht killen. Der Bombe schon mit. Dann, wie gut oder wie schlecht dann der vierte Teil läuft, was ich machen lässt, werde ich eventuell umsteigen müssen vom MSI Afterburner zum OBS in der Hoffnung, dass es damit funktioniert, wegen den Videosequenzen dann. Ansonsten muss ich wohl den vierten Teil auch einfach mal in eine DOSBox schmeißen und dann haben wir aber keine DVD-Videos, was ich nicht hoffen will. Zeigt immer, wie das geht.
Und kannst natürlich auch sein lassen mit dem Schneiden und das halt. Aber gut, die anderen Missionen dazwischen jetzt noch der Wahl zwischen den beiden oder keine von beiden, ne, habe ich jetzt auch nicht gezeigt. Und ich kann, naja, mal sehen. Ich um meinen Sieg betrogen. Reiche mich! Noch mehr von euch. Dann kommt alle mal ran, ja. Legt euch mal alle schön mit Blair an. Diesmal stimmt das. Ich bin unverwundbar unterwegs. Na hopps, dann komm mal ran hier. Ja, gute Nacht, Miezekatze. Verarbeiten wir nicht zu Katzenstreu? Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Muss ich erstmal hier wieder abflüchten hier. Erstmal wegfliegen. Ich glaube nicht, dass es da irgendwann aufhört. Das ist wie so eine Art Bug oder keine Ahnung. Man muss halt nur drauf kommen. Dass man da halt flüchten muss quasi. Das wäre ja sonst unmachbar. Da kommt immer wieder was nach und wieder was nach und wieder was nach und man schafft es ja gar nicht mit Flügelmännern hierher zu kommen. Und die verrecken ja vorher alle am laufenden Bande her.
Ja, Autopilot, ab geht's. Das ist unsichtbar. Das will ich sehen. Ich hätte gerade eine Menge Raketen gehabt, ist auch gut. Kein Ende oder was? Und ich kann mich nicht unsichtbar machen. Das ist wieder voll. Und noch mal ran. Naja. Yeah.
Na komm, ja, mach mal Feierabend, ja. Machen. Schauen wir mal. Vielleicht darf ich ihn noch einfach gar nicht killen, ne? Weil da stand ja jetzt auch Tarnung an, Killer. Mal sehen. Soll ich Hobbs sehr verschonen? Thrakas ist auch da, alles klar. Den musste ich killen, danach bin ich ja auf Killer draufgekommen, ne? Irgendwas kommt da, glaube ich, durcheinander so ein bisschen. Das ist ja das Problem. Okay. Irgendwas kommt da durcheinander bei der letzten Mission. Wie man gesehen hatte, kommt Thrakas ja erst später eigentlich. Nach einem Autopiloten und ja, keine Ahnung, was das hier soll. Bisschen merkwürdig, aber na gut. Kann ich schlichtweg gar kein Target wählen. Wenn ich hier auf L gehe. Doch, die verkehrte Taste gedrückt. Alles klar. Mal das Ding mal in den Sack hauen.
So, jetzt geht mir der Sprit aus. Die gehen da warum auch immer irgendwo hoch. Los. Muss man nicht verstehen, oder? Was da passiert. Ach ja. Ja, ja, das Ziel zu erreichen bei Wing Commander 4 scheint mir da doch deutlich besser an. Weniger verbuggt zu sein. Ja. Hat man so ein Autopilot-Bug, nenne ich es jetzt mal. Nicht so irgendwie wirklich drin so. Das hatte ich auch eher mal durchgespielt, wie das hier, weil für den dritten Teil war ich irgendwie sonst vorher immer, viele Jahre immer gar nicht hartnäckig genug, hier irgendwie zu versuchen und so. Das war mir dann schlichtweg einfach zu doof. So, dann wollen wir sie mal fertig machen, würde ich sagen, wa? Das Herz des Tigers. Tief im Innern habe ich nur einen Wunsch, dich zu töten.
Dann tu es doch, aber das bringt dir deine Welt nicht mehr zurück. Wir sind jetzt ein Volk ohne Vaterland. So etwas ist unvorstellbar. Mein Volk geht als Verlierer aus diesem Krieg hervor. Es wäre sehr unehrenhaft für mich, den Krieger zu töten, dem es gelungen ist, das Ende der Kilrathi herbeizuführen. Vor meinem Volk liegt ein neues Jahrtausend. Wir sind viel zu korrupt geworden und wir waren Sklaven unserer Blutrünstigkeit. Dafür haben wir einen furchtbaren Preis bezahlen müssen. Uns bleibt nur eins, wir kapitulieren vor dir, du Herz des Tigers. Dies ist eine Handlung, die in unserer Geschichte ohne Beispiel ist. Aber es ist an der Zeit, dass die Kilrathi ihre Verhaltensweise ändern. Denn unser Volk darf auf keinen Fall aussterben. Das wäre fürchterlich. Was möchtest du als erstes machen? Ich möchte an der Meeresküste entlang gehen. Ich möchte den Sand unter meinen Füßen fühlen und nie wieder einen Kilrathi sehen müssen, sonst nichts. Das hört sich ziemlich gut an. War also das Ende mit Rachel.